Hallo, meine lieben Freunde, es ist wieder Zeit dafür, die Python in die Hand zu nehmen. Oh ja. Sagst du das eigentlich jedes Mal? Nein, aber doch. Vielleicht. Also. Das ist jetzt ein Running, das ist jetzt irgendwie ein Running Gag geworden. Da musst du die anderen Folgen geguckt haben. Die haben mir immer das Ohr voll gesungen. So, never dick down. Lalalalalala. So. Macht es eigentlich Sinn, Koks in den Turnus Generator zu schmeißen? Was? Nochmal. Ob es Sinn macht, Koks in den Generator zu schmeißen? Oder lieber aufheben. Also ich würde es verkaufen, könntest du Geld mitmachen. Geld. Ja, mit Koks kann man echt viel Geld machen. Ich meine nur, weil ein Koks produziert 40.000 Erde. Ich würde es erstmal machen, weil ich wüsste jetzt nicht, wofür wir das sonst groß brauchen. Stahl können wir dann auch ganz einfach anders produzieren. Ist ja hier nicht wie in Infinity Expert Mode. Da ist das jetzt kein Weltuntergang, wenn du das da mal Dings packst. Ich muss nur hoffen, dass ich jetzt diesen Meteoriten auf First Try finde. Sonst wird das Gesuche hier groß nachher. Ja, da macht es dann Hammer gut, oder soll ich? Schau nochmal ganz kurz auf die Map. Die nicht mitmacht. Ja, das wäre tatsächlich gut. Dann müsstest du aber hier den ganzen Weg hinrennen. Ich könnte mir jetzt auch mal eben schnell einen bauen, oder ich hab keinen Bock drauf. Dann müsste ich hier jetzt alles ausstellen und nee. Hier ist auch eine Höhle gleich. Vielleicht ist er ja da drinne. Betonung liegt. Gut, im Blitz haben wir jetzt 10. Eine Pferderüstung haben wir übrigens auch. Okay. Eine Diamantene natürlich. Ach ja, ich habe ja gar kein Schwert mehr. Oh. Und Stahlschwert hat sich ja verabschiedet. Musst du mal mit Tinkers anfangen? Ja, haben wir schon. Fehlt nur noch Zeugs. Ich habe erstmal die Schnauze voll gehabt vom Nether. Aus gutem Grund. Ich habe bis jetzt noch keine Spitzhacke gemacht. Das sollte ich vielleicht langsam mal machen. Also bis jetzt habe ich alles mit dem Hammer gemacht. Das geht ja auch. Anfangen. Ja, nur beim Reaktor ist es mit dem Hammer nicht ganz so praktisch. Das stimmt. So, hier ist Obsidian. Es sieht nicht danach aus, als wäre hier was. Ach, hier bin ich jetzt. Oh. Was ist das denn hier für eine Riesenhöhle? Kannst ja keinem erzählen. Das kannst ja keinem erzählen. So. Nee, gerade vom Spawn sind wir ja nicht mal 1000 Blöcke weit weg, wa? Ja, keine Ahnung. Ich guck mal hier drüben. Ich guck gerade auf die Karte durch die Wüste, durch die wir vorhin gelaufen sind, ne? Wie viel Öl da ist, ne? Das ist bald mehr schwarz. Ich glaube, das ist nicht mal eine Wüste, das ist auch dieses Extra-Biom, dieses Ölfeld oder wie sich das nennt. Komm schon, drop dein Osmium-Schwert, drop dein Osmium-Schwert. Na ja, er droppt natürlich nur sein Osmium-Helm. Was soll ich denn damit, ey? Oh, ein Miniaturherz. Oh, jo, jo. Dann lohnt sich das ja tatsächlich bald mal auf Nether-Skeleton-Jagd zu gehen. Wither-Skeleton-Jagd. Ja, dann haben wir jetzt ja schon 3. Ich überlege gerade, ob ich mir einen Rucksack mache aus dem Tinker's Construct. Ich weiß aber nicht, was für eine Größe der hat. Okay, Backpack gibt's nicht. Kannst den Golden Bag of Holding machen? Das wäre tatsächlich eine gute Option, ja. Mal gucken, da ist nur Lava. Mr. Lava. Ach, den können wir uns sogar leisten. Der ist nicht so teuer, der ist ziemlich billig. Also,
Er ist ja groß, von dem man es dann will. Oh, naja, wir haben so da ich Gase sowieso die meisten Ressourcen hier gefarmt habe. Ja. Ne? Wir bräuchten tatsächlich bald mal wieder Eis. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wegwerfen soll hier noch. Okay. Wie kann ich denn... Soll ich dir auch ein Golden Bag of Holding machen? Gerne. Du könntest auch mal hierher kommen und mir helfen, den Meteoriten zu suchen. Das ist ja verkackt schwer, den hier zu finden. Ja, ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Aber erstmal muss ich hier... Ich überlege, ob ich mich einfach nochmal hochbaue jetzt. Nochmal irgendwie eine andere Testgrabung mache. Haben wir noch Wolle irgendwo rumfliegen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Theoretisch eigentlich ja nicht. Vielleicht finde ich den ja jetzt zufällig. Es gibt in diesen Bäumen von diesem Dungeon Quest Mod Dings da geht's unten runter in den Keller und dort sind die Läden alle aus Wolle. Boah, ist hier eine Riesenhöhle. Alter, ist das eine Riesenhöhle. Und Winnie hat natürlich alles angebaut. Nur kein Dings. Kein. Na? Kein? Eine Baumwolle. Okay. Ich habe sogar Essenzbeeren gefunden und kann mal mitnehmen. Was werfe ich weg? Ich werf mal Rotten Flash weg. So. Boah, dieser Creeper. Komm, Glowstone, Glowstone Schwert. Oh. Wer erklärt das jetzt Winnie? Warte, was? Was ist ich hab, ja. Vielleicht einen Teil seines Gartens eventuell gesprengt. Boah, gut, ich meine, können ja mal passieren, ne? Das kann mir mal vorkommen. Ich war jung, brauchte das Geld. So. War nämlich gerade unten im Hühnergehege und wollte gerade ein paar Eier sammeln, um dann noch mehr Hühner zu produzieren. Und da ist sie die Prostata gesprengt. Und dann gucke ich raus und dann sagt es Peng. Hey. Mann. Ja. Wäre cool, wenn du auch noch den Mod reinmachst, der in NEI mehr Informationen zum Beispiel zu den ganzen Sachen aus Tinkers Construct zeigt. Also. Ah, also diese komische Add-on-Mod, ne? Integration genau. Ist ja schon drin. Gibt so ein Add-on und macht es ein bisschen einfacher. So muss ich jetzt irgendwie. Letztes Mal haben wir Expert gespielt, weißt du, damit es extra schwer ist. Jetzt wird's extra leicht gemacht. Ja, genau. Damit es für uns auch. Wird dir alles hinterhergeworfen. Ja, so. Ich sag nur Zinn, ne? Ja. Zinn und Kupfer, ey. Ich geh mal gerade gucken, ob ich das schaffe, in OBS euch hier meinen Browser so zu zeigen. Hier ist das Wasser. Mensch, es muss doch irgendwie möglich sein, das hier irgendwie effizienter zu finden. Oder zu suchen, eher gesagt. So, falls Winnie fragt, es war keiner an seinen Kisten. Ich hab den ganzen Kram erstmal reingeschmissen wieder. Ich weiß nicht, wie er das da hatte. So. Was macht er eigentlich die ganze Zeit, ey? Winnie? Weiß ich nicht. Ja. Der lauscht heimlich und hat alles dem Feind mit. Wette ich mit dir. Streng genommen gehört er ja jetzt zum Feind. Wir haben ihn ja verkauft. So, ich kann kein Gold Bag of Holding machen. Aua. Nee, warum nicht? Wir haben kein einziges Stück Wolle. Ach ja, gut, dann ist das natürlich schon doof. Ja, wer hatte die Schafe denn auch alle getötet, die da waren, anstatt sich mal eben eine Schere zu bauen? Nein. Das war am Anfang. Ich check mal die Umgebung.
Boah, ey, ich hab hier alles so schon zerruppt und find den einfach nicht. Also, wir brauchen am besten einen guten Handle-Modifier. Das hat zum Beispiel Desi Carcass, Elementine. So ein verkackter Chunk. Ihr könnt hier nicht alles sehen. Ist ja auch nicht klein. Soll ich zum Blöcke? Ich sag doch nicht klein. Und du weißt, dass die Dinge überall sein können, ne? Ja, deswegen ist das hier gerade so verkackt schwierig. Ich war jetzt schon in Redstone-Höhe, hab mich schon hin und her gebaut. Jetzt bin ich wieder ganz woanders oben, aber immer noch im Chunk. Jetzt höre ich einen Creeper, der hier irgendwo durch die Wüste läuft und hier wahrscheinlich gleich einen Epic Jump auf mich macht. Death Jump. Ich guck grad nochmal, ob der doch überirdisch ist und ich hab ihn einfach nur nicht gesehen, ich Depp. Aber nö. Da ist ein Schaf, was ist? Ich hab natürlich keine Schere dabei. Okay. Ja, muss denn das jetzt Nacht sein? So, pass mal auf, ich mach jetzt mal. Muss doch zurücklaufen, ey. Ich mach mir lieber eine Schere. Ja, wenn der Zombie jetzt hier gleich runtergesprungen kommt, ne? Ist er tot, wenn er unten ankommt, oder nicht? Ah, nö, noch nicht. Was ist eigentlich diese braune Flüssigkeit? Braune Flüssigkeit? Kann ich ja mal testen, ne? Jump. Gülle, okay. Und es gibt kein Rezept für Elementine. Für was gibt's nichts? Für Elementine gibt's kein Rezept. Huh. So eine Flüssigkeit für Tinker's Construct Sachen, da gibt's auch irgendwie. Ach so, Moment, das ist Metallurgy. Da gibt's es nicht. Ja gut, das ist klar, das ist das. Ich glaube, dann werde ich als Handel einfach klassisch Kobalt nehmen. Ah, wo ist das? Wo ist das? Ich brauche hier Hilfe. Ist aber nicht zu helfen. Doch. Ah! Jetzt kommt hier auch noch ein Zombie von hinten. Meine Spitzhacke ist auch gleich alle. Hunger, Durst. Wenn wir Glück haben, kann ich uns gleich Golden Back of Holding machen. Okay. Ich grab schon den ganzen Chunk hier aus, grad. Okay. In verschiedenen Höhen, weißt du? Oder ist der irgendwie Bedrock-Höhe oder sowas? Sowas richtig Unerwartetes? Wobei, da war ich ja schon. Hier ist ja auch über Lava. Genau, einfach so unter der Lava. Nee, und der Bedrock ist der. So viele Schafe. Schnipp. So, ich bin jetzt in Höhe. Okay, es geht tatsächlich noch ein Stückchen tiefer. Vielleicht ist es das ja jetzt gleich. Ich baue mich einfach mal runter hier. So, jetzt bin ich in Höhe 17 nochmal. Grabe ich mich mal straight hier lang. So, hier ist Wasser. Hier ist die Höhle, wo ich schon mal war. Jetzt ist Blumencake wieder da. Ja, der nervt mich hier gerade. Achso, das kann er gut. Ich will meine ganzen Sachen aus der Welt holen. So. Typisch Blumenkacke halt. Ja. Hier ist auch nur wieder die Höhle. Also nochmal runter. Biet dich gar nichts an. Biet dich gar nichts an.
Und tatsächlich sind wir wieder bei 15 Minuten angekommen. Oh ja, das ist eine schöne... Grab dich hier durch Dings, aber... Nee, das ist Bedrock. Gerade dachte ich, oh, jetzt, aber nee. Das ist nur Bedrock. Ja. Oh Mann, ey, das kannst du doch keinem erzählen, ey. Das kannst du doch keinem erzählen. Aua. Okay, pass mal ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und... Ciao. Tschüss. We'll be right back.